Ja, hallo und herzlich willkommen in Herr Okamis Tutorial World. Und wie man sieht, muss ich noch unbedingt etwas abändern. Weg seid ihr, lalala. So, heute möchte ich euch mal etwas anderes zeigen. Beim letzten beiden Tutorials hatte ich mich ja hier mit Tinker's Construct beschäftigt. Für euch, Grundlagen und Smeltery. Ich bin auch überlegen, ob ich da irgendwann noch mal hier drauf, also jetzt noch mit den ganzen Erweiterungen und so drauf eingehe. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Immerhin, in den Büchern steht ja, wie gesagt, eigentlich alles beschrieben. Bah, Zettelwirtschaft hier. Oh, jetzt habe ich zwei von denen, brauche ich nicht. So, und was ich euch heute zeigen möchte, da ich ja gebeten wurde, meine allein mit dem Beast-Welt eine Yu-Yu-Meta-Farm zu bauen, die inzwischen auch funktioniert, eine automatische, das aber noch ein bisschen hin ist, bis die Folgen da zu sehen sind, weil ich da riesen Vorlauf habe, ich mir gedacht, machst du doch nochmal ein Tutorial dazu. Und ja, wollen wir mal gucken, wie gehen wir mal hin? Gen Wilden Westen, genau, wir gehen einfach mal Gen Wilden Westen. Hier zwischen den Obstbäumen, da hinten scheinen wir wieder ein Chunk Error zu haben. Ja. Mal gucken, ob er sich fängt. Mal gucken, ob er sich fängt. Nope. F3A. Danke. So, jetzt hat er es geladen. Und würde ich mal sagen, so ganz weit brauchen wir ja nicht weggehen. Das ist ja, können wir ja theoretisch in Sichtweite von da hinten machen. Ja, machen wir das doch hier hin. Ist doch eine schöne Fläche. So, machen wir erstmal ein bisschen klar Schiff. So, wie gesagt, eine Yu-Yu-Meta-Farm. Für viele scheint die ja super wichtig zu sein. Ich habe mich mit Yu-Yu-Meta, bis ich darum gebeten wurde, sowas zu bauen, gar nicht beschäftigt. Habe mir aber was ausgedacht, was auch einigermaßen gut funktioniert. Ihr seht hier alle Utensilien, die wir brauchen. Da wäre zum einen der Igneous Extruder. Sieht unverschämt teuer aus, geht aber. Also Machine Frame, wie ihr seht, Iron Glass, bisschen Gold. Passt schon, ist nicht so teuer. Pneumatik Servo ist auch nicht so wild und da hat man die eigentlich recht schnell gebaut und Pisten und so ist ja jetzt nur nichts Wildes. Vor allem, wenn man halt mit der Smeltery schon seine Ressourcen gut vermehrt hat, sollte das hinkommen. Worauf ihr achten solltet, vor allem der Mess Fabricator braucht doch einiges an Strom hinterher. Daher solltet ihr schon wirklich vielleicht sogar bis zum High Voltage Solar Panel gehen, Array gehen, damit ihr genug Strom habt. Ansonsten halt überlegen, wo kriegt ihr genug Energie her. Nicht, dass das ausfällt, wäre ja nicht gerade schön, wenn es passieren würde. So mein schlauen Zettel, die ich mir damals mal zusammengeklabüstert habe, nochmal als Gedankenstütze. Die Grundlagen sind, wie gesagt, wir brauchen einen Igneous Extruder. Das ist also für uns erstmal der Anfang, der Igneous Extruder. So, können wir mal gucken. Dann machen wir hier einfach mal so ein Wand hin. Ein Tipp vorweg schon, wenn ihr so eine Anlage plant, seht zu, dass ihr den Raum dafür, je nachdem, wo ihr die baut, wenn es in eurer Welt ist, Platz lasst, um es zu erweitern. Das ist leider doch relativ wichtig. So. Wir werden hier mal so ein bisschen konfigurieren. Wir wollen nur orange hinten raus. Das ist jetzt einfach der einfach halber. Hat jetzt keine große Bewandtnis. Ihr könnt natürlich auch überall anders die Ausgänge legen, aber ich habe das jetzt so gemacht und das fand das eigentlich ganz passend. Das ist aber, wie gesagt, upsala, euch überlassen, wie ihr das dann am Ende wirklich macht. Wie gesagt, ihr braucht Igneous Extruder. Herstellung von denen ist, wie gesagt, nicht so wild, sollte also kein großes Problem sein, das zu bauen. Mit ein bisschen Geduld, also die High Voltage Solar Panels, wenn er die einsetzt, sind da eigentlich schon das Schlimmste. Weil einfach nicht, ja gut, es geht von dem Kosten her, man sollte sie sich dann schon leisten können, sonst bringt das auch mit Yu-Yu Meta Farm nichts. Ah, ja, aber was halt ist, es ist halt doch zeitintensiv, das alles zusammen zu craften. Da kann ich euch schon ein Lied von singen. So, wie gesagt, ihr braucht Igneous Extruder. Der Igneous Extruder kann drei Sachen herstellen. Cobblestone, normalen Stone oder Obsidian. Wir brauchen Cobblestone. Sehen auch zu, ja, das können wir hier auf Disabled stellen, also auf Ignored, dann läuft er auch komplett tutti durch. Ihr braucht dafür dann einfach nur ein bisschen was an Lava, ein bisschen was an Wasser. Also da solltet ihr dann auch Vorrat euch angelegt haben. Wie auch immer. So, da sind die schon mal konfiguriert. Ich kann dann schon mal sehen, hinten raus. Da nehmen wir die Iron Pipes, damit wir das auch... Ach, da habe ich einen nicht richtig konfiguriert, sich gerade. So. Zack, 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 zack. So, dann konfigurieren wir die mal. Nach da möchte ich es gerne raushaben. Vielen herzlichen Dank. Das muss gemacht werden, damit die jetzt, wenn da Cobblestone produziert, hier rausgeht, A, nicht zurück
Und B, dass er halt weiß, da ist der Ausgang. So, das hätten wir gemacht. Theoretisch könnte ich den hier austauschen gegen einen Golden, damit es dann etwas flotter wird. Aber das ist halt, je nachdem, wie schnell es haben wollte. Also ich habe dann bei meinem, na, allein mit dem Beast-Welt auch wirklich auf Golden gesetzt, dann Zwischenstrecken, damit es halt ein bisschen flotter wird. Und wie gesagt, ihr braucht unbedingt Platz, gegebenenfalls auch. Es ist gar nicht so einfach, das wirklich gut abzutimen, dass es also vom Timing her alles wunderbar miteinander läuft. Das ist das Schwierigste fast schon an dem ganzen Unterfangen hier. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einige. Gut. Also wie gesagt, schön Platz lassen, ihr braucht es. Als nächstes, nach dem Igneous Extruder, braucht ihr Recycler. Die Recycler machen dann aus den Cobblestone Scrap. Da würde ich auch mal sagen, wie viel könnten wir da mal gebrauchen? 4 Stück, na, bei 3, sagen wir mal 2, könnten vielleicht reichen. Gegebenenfalls dann, Upgrade hätte ich noch mit reinpacken können. Upgrade. Naja, gut, das U habe ich irgendwie vertippt. Da, so ist es denn, wo ist es denn? Ich sehe gerade das Upgrade nicht, weil, ach doch, da ist es ja. Overclocker Upgrades, gegebenenfalls auch sehr sinnvoll. Recycler baut hier aus dem Kompressor und ein bisschen, also Refined Iron, Erde und Glowstone ist jetzt also auch, und auch der Kompressor setzt sich so, das Wilde sollte da auch hinkriegen. Die Upgrades sind dafür, dass man hiervon nicht so viele braucht. Das ist ansonsten etwas schwierig zu timen, gegebenenfalls. Gut, so, dann hätten wir das schon mal. Die 2 Stück. Dafür sind diese blauen Pipes dann sehr sinnvoll. Das sind Insertion Pipes. Die haben die Bewandtnis, wenn sie lassen so lange Items in Nummer 1 rein, bis Nummer 1 voll ist. Dann geht es weiter automatisch in Nummer 2 und so weiter und so fort. Das heißt, gegebenenfalls sollte er, wenn er das nicht richtig getimt bekommt, am Ende eine große Kiste hinstellen, im Barrel oder, was ich bevorzugen würde, wenn ihr es machen könnt, eine Deep Storage Unit. Die ist sehr praktisch, finde ich, herzustellen. Das ist halt das Teuerste eigentlich hier an den Untamed Tesseract. Aber ansonsten auch ein bisschen Enderperl und den Frame hier sollte man vielleicht auch schon bauen können, wenn man sowas machen möchte. Weil das gute Stück kann 2 Milliarden Items einer Sorte, muss man dazu sagen. Also es ist wie ein Barrel mit riesen Storage. Und kann halt, wie gesagt, dann 2 Milliarden Stück davon gebrauchen. So, wunderbar. Da hätten wir das schon mal geschafft. So, Redstone. Redstone Engine, zack und zack. Redstone Engine. War mir klar, dass du dich wieder falsch drehst. Da brauchen wir jetzt erstmal noch die Wooden Transport Pipe. Ah, das ist jetzt natürlich etwas, das, ich glaube, das mache ich auch so, wie ich es in meiner Welt gemacht habe. Einfach, na, ich fand es dann A, schöner, B, besser. Besser nutzbar. Ich habe in meiner Welt das Einfüllen von oben gemacht. So. Und habe dann hier immer, weil ich da ja mehrere habe, immer einen zwischen freigelassen. Das ist einfach, also ihr könnt das auch so machen, dass ihr die wirklich so aneinander baut. Ich finde das aber einfach schöner, vor allem, ja, kann man dann vielleicht auch noch mit ein paar Golden Pipes dazwischen ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen in das ganze Spiel, weil ich habe da ja doch noch ein paar mehr, das ist aber noch halt, muss nicht so zwingend sein, das klappt auch so. So, okay, jetzt nehmen wir wieder erstmal die. Normalerweise würde ich jetzt hier auch, ich kann ja mal einfach mehrere hinsetzen. Ich mache es mal gleich von vornherein in theoretisch größer. Ist ja vielleicht das Einfachste, dann könnt ihr euch das auch etwas besser vorstellen. Die brauchen auch noch Strom dran, das habe ich jetzt fast schon vergessen. Da können wir schon mal das Glass Fiber Cable unterzwiebeln. So. So, genau. Zack. Das hätte ich fast vergessen. Ja, sowas aber auch. Hier kommt es ja dann auch wieder hin. So, zack. Zack, zack. Und da kommt einer hin. So, Lamp. Ich muss mal gucken, ob ich gleich einfach mal einen Schnitt mache, dann etwas weiter baue. Oder ob ich das jetzt so lasse und euch einfach das in etwas kleiner demonstriere. Wie gesagt, ihr könnt das ja beliebig größer machen. So, die laufen damit dann schon einmal. Der Recycler würde natürlich noch lange nicht funktionieren. So, das Gold, das Holz. Dann wieder die Insertion. Okay, so Holz. So, dann nehmen wir die mal hin und nehmen mal die Golden hin. Zack und zack. Dazwischen mache ich mal Gold.
damit es dann immer mal wieder so kleine Abschnitte gibt, in denen es flotter vonstatten geht. Da müssen wir wieder die hier natürlich konfigurieren. So, Ausgang, Ausgang, wunderbar, das passt doch schon. So, zack, zack. So, zackig. Machen wir hier wieder einen hin. Und die konfigurieren wir auch, damit sie dann wissen, dass sie daraus müssen und nicht hier kreuz und quer laufen. Jetzt wird's, falsche Taste. So, wieder ein bisschen Tag machen. Das hätten wir dann auch erledigt. Wir haben die Steam Engines, die wir dafür brauchen. Wir haben Recycler. So, vom Recycler aus müssen wir dann in einen Auto-Crafting-Table. Den Auto-Crafting-Table aus der 147 so gibt es nicht, zumindest nicht in dieser Version, die ich hier spiele. Es ist ja das Ultimate-Pack mit noch einigen Zusatzmods, die jetzt aber nicht so relevant sind. Darum kommt der Auto-Workbench zum Einsatz. Einer könnte reichen, kann ich jetzt schon mal sagen. Jetzt brauche ich doch noch mal... Genau, ein bisschen Scrap können wir jetzt auch nochmal gebrauchen. Wumms, so ist er konfiguriert, dann produziert er das automatisch. Und damit er das dann weiterleitet, halt kommt wieder die übliche Spielchen mit der Engine hier. Das könnt ihr natürlich dann auch, es könnte sein, dass der euch echt langsam vorkommt. Es ist aber am Ende doch eigentlich ausreichend schnell. Also, außer ihr baut einen wirklich riesen Juju-Meta-Farm, dann bräuchtet ihr vielleicht mehr als einen. Aber für alles in brauchbaren Größen, ich weiß gar nicht, wie viel Mass-Fabricator ich in meiner Welt jetzt insgesamt habe. Das müssten jetzt so Richtung 7, 8 am Ende kommen. Und die laufen alle. Die laufen. Die rennen regelrecht. So. Die müssen auch nochmal ein bisschen Stromkabel ziehen. Jedenfalls braucht er das, wie gesagt, das ist jetzt so dann der Vorgang, wie das hier alles funktioniert. Theoretisch könnte ich jetzt die auch schon anschmeißen. Sind auch alle richtig konfiguriert? Nee, ich glaube, das müsste ich dann noch machen, genau. Nee, ich glaube, das habe ich sogar mit allen schon gemacht, auf ignored. Ja, ihr könnt das natürlich auch an- und abschaltbar machen, aber damit wird es halt dementsprechend ein bisschen schaltungsaufwendiger. Das ist jetzt das, wo ich mich jetzt mal nicht drum kümmern wollte. So, wir sind jetzt hier beim Auto-Crafting-Table. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Danach kam ja schon... Genau, da kommt ja dann die Scrapboxen raus. Und die müssen halt dann in den Mass-Fabricator rein. So, jetzt machen wir erstmal wieder so ein bisschen Strecke. Zack, zack, zack. Es muss jetzt nicht viel sein. Das ist halt jetzt nur, damit wir ein bisschen Strecke haben. Und dann fange ich hier mit dem gleichen Spiel an wie zuvor. Ich mache diesen hier hin. Lege jetzt aber schon mal vorweg das Kabel. So, dann haben wir schon unsere Mass Fabricator. Ihr werdet das irgendwann noch bemerken, ob er mehr oder weniger braucht, je nachdem, wie ihr das so davor alles konfiguriert habt, von der Geschwindigkeit her. Im Endeffekt, wenn die komplett volllaufen und dann hinten im schlimmsten Fall rausschmeißen, braucht er halt noch einen mehr. Und irgendwann solltet ihr an einem Bereich angelangt sein, wo es dann ausgeglichen ist. Das ist halt immer, das, wie gesagt, das Schwierigste. Aber das werdet ihr schon hinkriegen. So, zack, 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 zack. So, strommäßig brauchen wir erstmal jetzt hier da einen Low Voltage zwischen. Da machen wir dann mal den Medium Voltage hin. Da machen wir mal den Regen aus. Können wir gleich auf Tag setzen. So, das mal bitte kurz umgedreht. Vielen herzlichen Dank. So. Was ich bei mir gemacht habe, weil bei uns auch im Server halt auch immer so ein bisschen rumgeschimpft wurde, dass die doch so viel Strom brauchen, die Mass Fabricator und so weiter und so fort. Vielleicht, also ich habe jetzt keine Stromprobleme. Könnte aber auch einfach, wie gesagt, daran liegen, dass ich ein bisschen Zeit und Kram investiert habe und halt schon ein paar HV-Voltage gebaut habe. Und also sind gar nicht viel, zwei Stück betreiben, zwei HV und ein paar MV habe ich da im Moment laufen. Aber halt, ich habe drei MFSUs eben da vorgeschaltet, dass die drei nach Möglichkeit genug Strom sparen und also zusammenkriegen. So. Ihr seht jetzt, die laden sich fröhlich auf. Es reichen weniger. Es dürften weniger reichen, um die wirklich voll zu kriegen. Das ist jetzt einfach nur mal, um es zu zeigen auch.
Wie gesagt, vielleicht zwei und noch zwei Medium Voltage oder halt drei davon oder so. Das könnte schon massig ausreichen. Die Dinger sind echt super produktiv und ihr habt hier mit dem MFSU auch eigentlich genug Strom dann zu nachts zur Verfügung, dass die Anlage durchläuft. Okay, so, dann sind wir hier wieder an dem Punkt. Wir brauchen wieder unsere kleinen Redstone Engines. So, zacke, zacke. Ich hole auch schon mal das Holzding hier runter. Die kann ich mich schon mal dran setzen. Dann klappt das vielleicht mit den Engines hier auch auf Anhieb? Nein, natürlich nicht. Zack. Immer schön mit dem Wrench drehen. Das macht Spaß. Das macht Sinn. So, wunderprächtig. Das funktioniert. Dann machen wir hier wieder Eisen hin. Konfigurieren natürlich auch das Eisen gleich wieder. Ich möchte jetzt halt nochmal kurz Gold da am Ende hinpacken. Einfach nur, wie gesagt, ein bisschen Geschwindigkeit für, wenn man ein bisschen Strecke hat. Wie gesagt, ich habe das dann, würde ich euch auch empfehlen, so auslegen, dass ihr dann gegebenenfalls hier noch mehrere hinmachen könnt. Daher baut den Raum nicht zu klein und habt immer genügend Platz im Petto. Okay, jetzt können wir mal loslegen hier. Ich glaube, 4 Wassereimer und 4 Lavaeimer reichen dann jeweils, um den voll zu kriegen. Zack, 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 zack. So, und da läuft's. Und sie produzieren Cobblestone, wie ihr hier seht. Der fleißig und fröhlich und wie gesagt, da geht's deutlich flotter. In unsere Recycler hier reingeht. Man muss dann halt mit den Overclockern, wird das dann hinterher mal einigermaßen wichtig, weil mit denen könnt ihr dann das so ein bisschen steuern, wie schnell die Dinger hier produzieren. Ihr seht das ja jetzt schon. Er läuft hier schon ganz gut voll. Ich mache mal 2 rein. In jeden schon mal. Aber es kann sein, dass wir noch deutlich mehr Engines bräuchten. Na, er läuft voll, das ist gut. Also haben wir für den ersten anscheinend die richtige Geschwindigkeit momentan gewählt. Wie gesagt, das könnt ihr dann hier mit so Overclockern einigermaßen hinbekommen. Wenn die ja erstmal richtig warm gelaufen sind, geht das auch relativ flott. Aber wie gesagt, da kann man ruhig ein paar mehr von bauen zur Not. Ihr seht ja jetzt, das läuft schon richtig gut. Und wie gesagt, mit den Overclockern, das ist hier dann so ein bisschen timen, dass das eine Möglichkeit der letzte nie voll läuft, sondern dass der eigentlich immer direkt verbraucht, wenn was reinkommt. Die hier werden gleich wahrscheinlich recht voll sein. Das dauert also ein bisschen. Es muss jetzt alles erstmal warm laufen. Das ist auch gut, dass die hier schon alle vorgelaufen sind. Und da kommt halt schon so langsam der Scrap an. Da kommt auch welcher. Hui. Wups, ist er drinne. Und sobald der Auto-Workbench hier so eine Reihe voll hat, kommt die erste Scrapbox raus. Könnte bald auch soweit sein. Und das geht dann hier halt in den Messfabricator rein. Ihr seht ja, der erste ist hier sogar schon am Laufen. Sollte ich vielleicht hier mal so machen. Und jetzt, wie gesagt, mal die Deep Storage Unit zum Zeigen auch mit rein. Konfiguriert sie am besten erstmal, je nachdem wie ihr das braucht, alles auf innen. Ihr habt eben gesehen, also die Richtung, wo es jetzt reinkommt, ist Süden. Das heißt, South müsste auf jeden Fall innen sein. Ihr könnt dann natürlich auch hier wieder Sachen rausholen. Und wie gesagt, von einer Itemsorte schafft das Ding hier 2 Milliarden Stück zu speichern. Und das ist einfach super, wie ich finde. Und so funktioniert dann halt eine automatische Produktionsstätte. Ihr könnt dann zum Beispiel auch, wenn ihr Angst habt, dass das hier irgendwann mal überläuft, was sogar passieren kann, wenn es nicht genug sind, könnt ihr hier auch noch eine Deep Storage Unit ans Ende hängen, die dann halt die Scrapboxen auffängt. Das gleiche könntet ihr theoretisch, wenn ihr das hier noch nicht so richtig getimt bekommt, auch hier machen, dass ihr dann etwas habt, was den überschüssigen Cobblestone auffängt. Wie ihr seht, hier wird es jetzt schon. Ja, mal gucken, das könnte sogar hinkommen. Das könnte sogar hinkommen. Du bist mehr oder weniger dauerhaft voll, du auch. Und du steigst gerade. So ganz langsam, ganz langsam. Wir könnten, glaube ich, sogar noch einen Mal noch dahin hauen. Um das einfach nochmal so ein bisschen zu beschleunigen. Einen habe ich gesagt, danke. So, das bitte. Da, 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 aha. Dann die Iron hier gleich noch hinter wieder. Konfigurieren. Zack, 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 zack. So, dann haben wir jetzt dann noch eine mehr, die produziert.
Und jetzt wird, fühlt er sich hier auch schon langsam, vor allem wenn die dann erstmal richtig noch mit angelaufen ist. Und das könnte, wie gesagt, so sogar klappen. Zur Not müsste man dann in den hier eben drei reinmachen. Dann würde das auch schnell gehen. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen. Man muss dann halt immer nur mit der Energieversorgung schauen. Also es könnte auch, zwei könnten auch reichen, wenn jetzt hier zum Beispiel vier reinsteckt. Vier oder fünf oder sechs. Das muss man halt dann timen. Das ist ganz wichtig. Und da müsst ihr halt schauen, dass das am Ende so einigermaßen zusammenwerkelt. So, er hier fühlt sich jetzt langsam. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass der letzte voll wird, um zu sehen, ob der wirklich steigt oder ob das dann jetzt so ungefähr hinkommt. Ja, sieht gut aus. Sieht eigentlich sehr gut aus. Könnte vielleicht sogar noch einer. Ja, wenn wir wollen wir mal nicht geizen, oder? Wollen wir mal nicht geizen. Ah, einmal zu viel. So, wieder auf Disable, damit er schön durchrennt. So, einmal das. Jetzt haben wir noch einen mehr laufen. Das ist halt wie so... Ah, jetzt auf jeden Fall ist der letzte jetzt inzwischen auch schon mal am Rennen. Und wenn die da jetzt richtig erstmal am Werken sind, wird es hier auch lustiger. So, zack, zack. Also er schafft das momentan auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, das ist halt Timing. Das ist die schwierigste Sache an der automatischen Yu-Yu-Meta-Farm. Aber das ist zu schaffen. Wie gesagt, wenn der jetzt hier voll laufen würde, würde ich da noch einen dritten reinsetzen. Könnte gleich passieren, je nachdem, wie stark diese hier schon angelaufen sind. Ja, da sind jetzt alle fröhlich dabei. Na, gucken wir nochmal. Aber das scheint vom Timing her so einigermaßen zu passen. Er geht immer wieder so ein bisschen leer. Oder fängt er jetzt an zu steigen? Ah, jetzt steigt, fängt er an langsam zu steigen. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, drei rein. Einfach damit der hier nach Möglichkeit leer ist. Reicht vielleicht sogar noch nicht mal. Das muss man mal, wie gesagt, ein bisschen beobachten. Gegebenenfalls sogar vier reinmachen. Oder halt einen mehr, etc. pp. Das ist dann euch überlassen, wie ihr das handelt. Aber hier, wie ihr seht, die Scrapboxen. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, das ist so ultra langsam. Oh mein Gott, das wird doch nie was. Ah. Doch, das wird was. Und wie ihr seht, hier könnte sogar auf diese Kurzanlage, die jetzt ein bisschen Timing ist, könnte sogar sein, dass wir hier noch einen zweiten Table gebrauchen könnten. Wenn der vollläuft, also wenn ihr es wirklich so getimt habt am Ende, dass der hier vollläuft, baut einen zweiten Table daneben und schließt den hier mit an, dann werden die auch wieder besser versorgt, wie ihr seht. So, der erste ist hier noch lange nicht voll, aber er steigt. Dementsprechend wird dann noch irgendwann der zweite und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt schon mal unser erstes Yu-Yu-Meta drinne. Die Anlage funktioniert also und sie läuft automatisch jetzt mehr oder weniger durchgehend durch. Ja, wie gesagt, hier muss man halt alles beobachten, so ein bisschen das Timen. Ich wiederhole es gerne noch einmal, ist das Schwierigste. Mit ein bisschen Geduld ist das aber alles wunderbar zu handeln. Und hier, die sollten eigentlich alle proppe voll sein, ja. Könnte sogar, also je nachdem, wie groß er sie baut, würde ich es raten, ein bisschen mehr. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Man weiß ja nie, was man da vielleicht hinterher noch alles mit dran haut. Vielleicht noch eine Baumfarbe oder so mit dran klopsen. Ist ja alles möglich. Ja, automatische Baumfarben, das könnte ich euch vielleicht dann auch nochmal zeigen. Habe ich auch schon mal gebaut jetzt. Und das ist vom Timing her so ziemlich gut passend. Mit den vier Stück hier drinne wächst das hier nicht an. Es sind immer eins, zwei und werden sofort weggemacht. Das heißt, das Timing passt soweit. Das und das ist gut. Hier könnte sein, dass er irgendwann voll läuft. Vielleicht. Könnte so aber auch nicht sein. Muss man, wie gesagt, immer schön beobachten. Und dann seht ihr das. Und ja. Würde mal sagen, jetzt habt ihr gesehen, wie das im Kleinformat funktioniert. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und gefallen. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für positive Bewertungen und Kommentare. Freue mich auch gerne über... Also über Kommentare freue ich mich immer. Auch über Feedback dementsprechend. Und ja, vielleicht bis zu einem anderen Tutorial oder einem Let's Play, man weiß es nicht. Also in dem Sinne, man sieht sich, hört sich, also bis wann anders. Tschüss.